Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir sind immer noch dabei. Wir sind immer noch dabei, mehr über Sticks herauszufinden. Wenn ich mich täusche, Sticks, dieser. Und wir werden jetzt alle halt Was befragen, die wir geht? kennen. Na, wie sieht es aus mit deiner Sexspielzeugerfindung? Ist in Arbeit. Ich komme schon. Ich sehe seine Herzfrequenz. Okay, jetzt bin ich in Nöten. Also entweder kriege ich charakterliche Info noch von den beiden Hipstern und ich hab's verpennt. Aber ich. Go vegan, yo, mein Arsch. An der Frage. So langsam werde ich mit meinen Vermutungen, wie es weitergeht, komme Hallo, ich doch ans Ende. willkommen im. Schwitz den Bärten. Ich habe gehört, ein Drummer 6 Ich habe geredet. gehört. Ja. Wisst ihr, wo ich ihn finden kann? Könnt ihr ihn genau beschreiben? Was wisst ihr sonst noch über Sticks? Wisst ihr sonst noch was über Sticks? Er hatte Riesenkrach mit dieser Lämmer. Der Typ scheint ernsthafte Probleme zu haben. Ein interessanter Hinweis. Könnt ihr ihn. Was willst du wissen? Welche Haft. Schwer zu sagen. Zumindest. Das Oh hatten wir ja, ein schon. Interesse. Das hatten wir auch schon alles. Okay, dann probieren wir jetzt nochmal Lasst uns über was. über Lämmer, weil. Wir sehen uns. Hier weiß ich jetzt echt nicht mehr weiter. Was gibt's? Ich habe gehört, dass du Streit mit ihm hattest. Ich habe gehört, dass du Streit mit ihm hattest. Styx ist ein verdammter Sturkopf. Er meint, dass wir unsere Seele verkaufen, wenn wir hier im Salon de Lézard auftreten. Er will einfach nicht einsehen, dass das unsere große Chance ist. Stattdessen hängt er in den zwielichtigsten Ecken der Stadt ab. Er hat auf jeden Fall einige Alles klar, Probleme. Yellow. Besonders mit Alkohol und Glücksspiel. Und danke Naja, fürs niemand Lurken. ist perfekt. Ein interessanter Hinweis. Okay, Alkohol und Glücksspiel. Na, guck mal, das ist also der letzte Bis Hinweis, der nachher. mir fehlte. Also eigentlich müsste ich ja jetzt die Info bekommen von Lefty. Die fehlte mir tatsächlich. Alles klar. Also wenn das jetzt nicht geht, weiß ich nicht weiter. So, Kann ich Lefty. dir helfen? Also. Gib mir das nochmal mit dem Drummer. War. Also kannst du. Er hat Probleme mit Alkohol und Glücksspiel. Er hat Probleme mit Alkohol und Glücksspiel. Ach so, Der der Drummer! Drummer. Sag das doch gleich. Den findest du sicher am Pier 69, wo er seine Kohle beim Glücksspiel verballert. Pier Ja. 69 ist direkt am Ende der Nyball Street. Nimm dir am besten einen Unter. Pier 69 zu Unter hinzugefügt. Okay, die neue Ebene, denn wir wussten tatsächlich nicht mehr weiter. Also neues Gebiet. Ab geht's. Pier 69. Wie man zur Info kam, wir mussten erst mal rumfragen und wir haben ja gehört gehabt, dass er Streit hatte mit Miss Metallica und die mussten wir fragen und die hat uns dann gesagt, dass er die zusätzliche Info hat über den Charakter und damit konnten wir dann jetzt zu Lefties und der schickt uns jetzt in ein neues Gebiet. Muss aber auch erstmal drauf kommen. Okay, wir haben Pier. Oh, hier kann ja schon mal Poster aufhängen. Dann machen wir das mal als erstes. Zwei Leute. Oh, hier ist ein Guckloch. Also, ich will ja nichts Und eins weniger. sagen, ne? Aber jetzt mal ohne Scheiß, das hier könnte die Yacht sein, oder? Das ist die Yacht von. LOL, Strandgut. Durch das Bullauge kann ich in den Frachtraum des Schiffes schauen. Hoffentlich Natürlich. werde ich nie in so einem Raum eingesperrt. Ja, nee, ist klar. Wir stalken natürlich erstmal eine Runde. Fest verschlossen. Ach, verdammt. Okay, Strandgut. Sogar der Dreck am Strand von New Lost Wages wirkt moderner als früher. Dann nehmen wir uns das. Gibt's irgendwas, wo ich gerade sage, das ist sehr auffällig? Ich sehe es noch nicht. Hier steht Le Fisch. Das ist bisher. Ohne guten Grund werde ich nicht zum Schlammwühler. Warum nicht? Also, das ist bisher jetzt so das Einzige, was auffällt. Und naja, hier ist Becky, die alte Ziege. Boah, dreckige Becky. Lance! Das ist offenbar Becky's Date. Hey, das ist der Typ, von dem ich dir erzählt habe. Dieser Larry, der hat mir was in den Drink gemischt und wollte dann über mich herfallen. Stimmt das? Stimmt das?
Gar nicht. Es war Notwehr. Ich stehe nicht auf kotzende Frauen. Na, das lasse ich mal euch entscheiden, Chat. 1, 2 oder 3? 3, 3. Ja, schauen wir mal. Wir haben ein bisschen Delay. Was wollt ihr, was wir antworten? 1, 2 oder 3, Leute? Gar nicht. Es war Notwehr. Ich stehe nicht auf kotzende Frauen. Was für ein Schwachsinn. Nochmal eine 3. Nochmal. Zu 3 sag ich nichts. Okay, 3. Ich stehe nicht auf kotzende Frauen. Bleib von mir weg, du Creep. Ich habe zwar dadurch voll den Support meiner Community bekommen, aber das war richtig kranke Scheiße. Tu so etwas nie wieder. Kann ich dir was zu trinken holen? Kann ich dir noch was zu trinken? Da brauche ich euch nicht. Auf keinen Fall. Hey, du hältst dich von Becky fern, klar? Wer bist du denn? Lance. Ist Becky deine Freundin? Kann ich dir was zu trinken holen? Okay. Ja, das hatten wir schon. Also fragen wir mal, was er so macht. Was machst du so, Lance? Ich bin Fitnesstrainer und arbeite im Gym auf dem Strip. Wenn du richtig in Form kommen willst, frag mich. Waschbrettbauch und starker Bizeps habe ich am liebsten. Sind meine Spezialität, meine ich. Aha. Ist Becky deine Freundin? Lance ist mein Date. Sind seine Muskeln nicht on fleek? Er ist der perfekte Insta-Husband. Ich bin eben total der Frauentyp. Ein Glück, dass ich auch total auf Frauen stehe. Ausschließlich. Schwul. Schwul, habe ich gehört. Kann ich dir noch was zu trinken holen, Becky? Nein. Warum nicht? Bis später. Ich mit Becky noch hin. Becky schlürft Kaffee. Der dürfte ihr besser bekommen als das Barbarenbräu. Aber sie sollte aufpassen, dass die vielen Tauben und Möwen, die herumschwirren, nicht etwas Unappetitliches in ihren Kaffee fallen lassen. Lance passt irgendwie nicht zu Becky. Okay, mit Becky. Hallo, Becky! Okay. Bis später. Was steht hier eigentlich? SS Anne. MS, nee, SS, Entschuldigung, MS Anne. Kaffee ist bestimmt von Starbucks, oder? Das mag sein. SS Anne, was? MS Anne, tschö. Anne 2. Oh, guck mal, wen wir hier gefunden haben. Sticks. Waldtraut. Leute, wir haben wieder was zum Flanken gefunden. Okay. Sleaze Wars Figur, die wollen wir haben. Eine kleine Prinzessin und eine dicke Nacktschnecke? Warum soll sowas $1000 kosten? $1000 für eine Actionfigur? Eine Fotowand mit einem romantischen Sonnenuntergang. Was ist das für ein Fotopanorama? Es zeigt einen romantischen Sonnenuntergang zur goldenen Stunde. Es ist etwas verblasst, aber so passt es auch zu New Lost Wages. Was kostet das? Sammlerstück. $100. Ich nehme aber nur Cash. So viel Geld habe ich nicht. Naja, ich würde es auch gegen ein außergewöhnliches Second-Hand-Objekt eintauschen. Ich versuche, sowas aufzutreiben. Macht es Spaß, in einer Pfandleihe zu arbeiten? Erstmal rausfinden. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Der Laden hat meinen Eltern gehört und ich habe ihn vor ein paar Jahren übernommen. Immer wenn ich hier arbeite, muss ich an sie denken. Einige Sachen liegen hier schon seit Jahrzehnten rum. Ist das nicht toll? Was ist das für ein Fotopanorama? Es zeigt ein... Was kostet das? Sammlerstück. So viel Geld habe ich? Naja. Ich versuche sowas... Okay. Was ist das für eine komische Figur? Das ist eine sehr seltene Sleaze Wars Figur. Die Sklavenprinzessin hat sogar einen abnehmbaren Goldbikini. Unglaublich wertvoll. Immer noch original verpackt. Sogar die Luft darin ist noch aus den 70er Jahren. Die Figuren würde ich gerne kaufen. Die Figur würde ich gern kaufen. Gern. Mach $1000. Einigen uns auf $3. Vielleicht kann ich auch anders bezahlen, wenn du verstehst, was ich meine. Nein, das ist mir zu billig. Also, ich würde sagen, das ist zu billig, oder? Wieso verwundert mich jetzt diese Wahl nicht, dass die 2 verlangt wird? Leg sie flach. Vielleicht kann ich auch anders zahlen, wenn du verstehst, was ich meine. Danke, ich brauche gerade nichts zu essen. Die Figur würde ich gern. Mach 1000. Einigen wir uns auf $3. Nein, tun wir nicht.
Die gern. Nein, das ist mir zu billig. Bis später. Schade. Okay, was haben wir hier noch Tolles? Hier. Alter. Was ist denn hier los, ey? Es ist ja eine Fundgrube an Ereignissen, die hier stattfindet. Alter Vater, stöpselförmige Schachfigur. Ein interessantes Teil. Die nehmen wir mit. You never know when you need eine stöpselförmige... Ja, ihr wisst es schon. Corn Dog. Sieht nicht appetitlich aus. Nehmen wir mit. Hier steht irgendwas darüber, dass durch sogenannte E-Zigaretten die Gehirnströme der Menschen kontrolliert werden. Da hängt ein ziemlich wirrer Flyer über Verschwörungstheorien. Ich glaube, den will ich nicht. Seitdem alte Leute es irgendwie geschafft haben, sich bei Facebook einzuloggen, ist die Verbreitung solcher Geschichten rasant gestiegen. Verstehe ich nicht. Okay, können wir was drüber hängen? Ich nehme erstmal den Flyer ab, der da hängt. Gute Idee. Zack. Und drüber. Und eins weniger. Jawohl. Was habe ich noch? Ich habe einen Animatronic-Bär. Gruselig. Wie können Leute sowas mögen? Nein, ich traue mich nicht näher an ihn ran. Aber der hat doch da was im Ohr. Was ist das denn hier? Hochzeitsbogen. Er hat eine Herzform. Mitnehmen. Der steht gut. Ich weiß, Pi. Sei still. Der steht gut. Hey, sei ruhig. Ein Champagner-Kühlhaltegerät. Das ist der Fachausdruck dafür. Die Gravity Falls Folge? Ja, das war... Der steht gut. Ich weiß, der ist schön kühl. Den Ring werden wir klauen. Oh. Wer lässt denn so etwas unbewacht rumliegen? Ach so, der Diamant ist nur aus Plastik. Trotzdem sehr scharfkantig. Das reicht mir fürs Plastik. Da fehlen noch die Kerzen. Ohne Kerzen sind Kerzenständer ziemlich nutzlos. Hier kann man den Bund der Ehe eingehen. Ich muss die erst alle heiraten, bevor ich die flanken darf? Die Tür im Altar ist verschlossen. Nein, bitte nicht. Bitte sagt mir jetzt nicht, dass die erst alle heiraten muss, bevor ich sie flanken darf. Wow. Ich denke, dass dieses Stück ausgefeilter Technologie dazu da ist, ein Buch zu halten. Möglich. Da muss ein Buch drauf. Meinst du Dam Dam Dam? Hab ich überhaupt einen Dam-Dam-Dam-Sound? Ne, hab ich nicht. Ich hab nur ein Badums. Schade. Okay. Geht's weiter? Wie sieht's denn hier aus mit Waltraud? Hallo. Was gibt's? Mit dir kann ich leider nichts Neues besprechen, ne? Aber hier scheint so eine Art He-Man-Figur zu sein. Ganz cool. Fahrt, Cold, Cash. Bis später. Hier scheint es nichts Interessantes zu geben. Hier ist Star Wars anscheinend nochmal. Hier ist ein Coin. Eine Münzprägemaschine. Hier steht, Pier 69 war früher eine Piratenhochburg. Die Piraten häuften etliche Mengen an Schätzen an, darunter auch Berge von antiken Golddublonen. Lassen Sie sich hier eine Replik einer solchen Dublone prägen. Werfen Sie einfach Ihr Altgold in den Automaten und drehen Sie die Kurbel. Sieht mir nach einer Touristenfalle aus. Wie der Rest der Stadt. Alles klar, okay. Wir brauchten eine Golddublone, um auf dem Klo dieses Ding zu bedienen. Und hier brauche ich anscheinend Gold, um das zu machen. Das heißt, ich hätte ja einen Goldzahn. Ich probiere es trotzdem erst mit einem Cent. Ist einfach wieder rausgefallen. Vierteldollar werden hier wohl nicht gewünscht. Ist nicht schlimm, aber ich habe einen Goldzahn. Sollte gehen. Das ist ja sehr altes Gold. Ja, die Maschine hat den Zahn zu einer Münze geprägt. Jetzt habe ich eine alte Golddublone. Die Replik einer alten Golddublone. So, aber damit kann ich den Münzautomaten bedienen. Und den Ring werde ich benutzen, um... Diamantring, um die Scheibe aufzureißen. In der Bar, damit ich an die Schallplatte komme. Das ist so mein Gedankengut dahinter. So, das habe ich jetzt alles benutzt. Was habe ich hier unten denn noch? Dreibeiniger Bandit? Was gibt's denn hier noch so an der Seite? Ist ja Hammer. Das Teil müsste mal geschmiert werden. Warum eigentlich Lukas? Warum nicht? Danke, Kim. Verflucht, das Ding klemmt. Nein, vielleicht später. Die Teile habe ich schon als Kind gehasst. Das Ding klemmt, habe ich sowas wie WD-40? Habt ihr irgendwas, was glibberig ist? Das hilft mir nicht. Warum nicht? Das ist schlabberig und glibberig. Hier, abgelaufene Sojamilch. Besser nicht.
Warum nicht? Das wären zu viele Biokulturen auf einmal. Was ist denn... Was? Ich Gleitgel? Nee, hab ich nicht. Fuck it. Rauchender Typ. Ja, komm, wir sprücken. So lässig muss man erstmal an einem Marterpfahl stehen können. Hier ist aber auch nichts mehr Besonderes, ne? Ich habe schon eben versucht zu schauen, ob ich noch irgendwas finde, aber... scheint nicht der Fall zu sein. Hey! Ja? Ich bin Larry Leffer und ich wette, du heißt... Steamy Bison, Fumey Wolf oder Dusty Rabbit? Also Steam wegen Rauch, Fum wegen Rauchen und Dusty Dust wegen Staub. Wie wollen wir ihn nennen, lieber Chat? Gibt es Wünsche? Dusty Rabbit, was haben wir noch? 3, 3, alles klar. Dusty Rabbit. Sag mal, geht's noch? Dir ist schon klar, dass du ganz tief in die klischeehafte und rassistische Schublade greifst. Ja! Guck mal, ein rauchender Indianer. Der hat sicher einen Namen mit Qualm und Tiernamen. Oh. Geht's jetzt zur Repostwelle? Ich wollte nicht unhöflich sein. Wie heißt du denn? Smoky Beer. Ja, Klischee-Schublade. Was machst du so? Was machst du so? Lass mich raten. Du vermutest jetzt, dass ich hier Glücksspiel veranstalte. So wie wir das damals in unserem Reservat durften, richtig? Smoky sehe ich gerade nicht. Das ist weiter unten im Chat. Ich müsste mal runterscrollen. Smoky ist nicht mehr da, nein? Auf so eine klischeehafte Idee würde ich nie kommen. Naja, jedenfalls gehört mir tatsächlich das älteste Casino von New Lost Wages. Mhm. Es ist aber nur ein böses Gerücht, dass meine Vorfahren es auf einem alten Indianerfriedhof gebaut hätten und alle deswegen immer verlieren. Aha. Was machst du so? Lass mich raten. Du vermutest... $3 auf Rot. $3 auf Rot. Naja, jedenfalls gehört mir tatsächlich das älteste... Es ist aber nur ein... Hä, wieso springst du nicht drauf an? Das ist eine böse Unterstellung. Naja, jedenfalls... Oh, ernsthaft dieselbe Antwort? Du hast aber eine komische Zigarette. Hast du noch nie eine E-Friedenspfeife gesehen? E wie erregt, E wie Erektion, E wie extra... Polations-Annäherungskurve? E wie extra Polations-Annäherungskurve. Ja, liebe Leute. E wie... Welches E haben wir denn heute? E wie Erektion. Aha. Wie unauffällig in einem leicht sexistischen Spiel wie diesen. Alles klar. E wie Erektion? E wie elektrisch. Bist du ein Roboter? Du bist wohl echt von gestern. Eine elektrische Zigarette verdampft ihre Inhaltsstoffe und kommt ohne Nikotin aus. Die modernen Flüssigkeiten, die verdampft werden, bestehen aus ganz natürlichen Zutaten. Kann ich diese E-Zigarette haben? Kann ich diese E-Zigarette haben? Auf keinen Fall. Mein Körper braucht diese organischen Stoffe, die die Zigarette verdampft. Ich habe noch nie gehört, dass diese E-Zigaretten irgendwie schädlich sein sollten. Mhm. Bis später. Dem muss ich wohl später erzählen, wie schädlich diese Zigaretten sind. So, und jetzt haben wir hier endlich mal unser Highlight. Ziemlich ramponiert. Lange hält das nicht mehr durch. Oh nein, mit solchen Teilen habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Ziemlich ramponiert. Lange hält das nicht mehr durch. Oh nein, mit solchen Teilen... Wenn das kaputt geht, funktioniert die Maschine nicht mehr. Da hat sich wohl auch schon ein Nagetier dran zu schaffen gemacht, hat es aber nicht ganz durchgebissen. Von außen komme ich nicht ran. Es sind Drähte davor. Naja, was hätte ich denn dafür? Ich hätte noch einen Corndog. Aber das ist was anderes. Was habe ich hier oben noch? Eine Klappe? Das muss die Klappe für den Wartungsschacht sein. Die ist zugeschraubt. Habe ich irgendwas, womit ich das öffnen kann? Ich weiß noch nicht. Okay, wir haben hier alles anscheinend abgeklappert. Dann sprechen wir mit Stix. Ein bärtiger Rocker. Wie aus dem Bilderbuch. Na komm schon. 4 richtige diesmal. Bingo. Jackpot. Gib mir irgendwas, Baby. Stix? Wer will das wissen? Ich bin Larry. Larry Leffer. Lemmer schickt mich. Bist du Stix? Ja. Lass mich in Ruhe.
Okay, ich mag ja die Stones. Schlagzeug hat ja kaum was mit Musik zu tun. Lemmer ist ein heißer Feger, was? Ja, Leute, dann entscheidet euch mal, was ihr gerne haben wollt. 1, 2 oder 3? Und wo ist denn der Bart jetzt zerzaust? Naja, also zerzaust ist er jetzt nicht wirklich. Aber trotzdem. Yep, Larry ist tot. Warum meinst du, wenn ich das jetzt sage? Okay. Lemmer ist ein heißer Feger, was? Eine Nervensäge. Stix, hör auf mit den Pferdewetten. Stix, hör auf mit dem Hütchenspiel. Stix, hör auf mit dem Hotdog-Wettessen. Sie lässt mich einfach nicht die Person sein, die ich bin. So, warte mal. Schlagzeug hat ja kaum was mit Musik zu tun. Oh, oh, oh. Nee. Ah, fuck, ich hab's zu schnell weggedrückt. Ich mag ja die Stones. Du siehst total wie ein Rocker aus. Danke. Tröste dich, mir geht's mit dem dauernd so. Komm mit, Lemma wartet auf dich. Auf keinen Fall. Sie will, dass wir in dieser grässlichen Hipster-Bar auftreten. Da gibt's kein Bier, da gibt's nur Smoothies. Wenn Lemma sich dem kapitalistischen Schweinesystem hingeben will... Ohne mich. Du kannst dir ausrichten, dass ich aus der Band aussteige. Ja, wir finden raus, wie es in der nächsten Folge raus, wie es weitergeht. Macht's gut. Euer Sly. Ciao.